Wir sind heute gegen kurz nach 11 zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die L580 von Willerbeck Richtung Rohrup gerufen worden. Vor Ort stellte sich die Lage wie folgt dar, dass zwei Personen noch im Fahrzeug eingeklemmt war, eine dritte Person im Fahrzeug eingeschlossen war, aber nicht eingeklemmt war und ansonsten noch weitere 6 Personen verletzt waren. Insgesamt haben wir 9 beteiligte Personen, also 9 verletzte Personen. Davon sind 4 schwer verletzt und 5 leicht verletzt. Die Verletzten werden zum Teil mit Krankenwagen in die umliegenden Krankenhäuser, aber auch mit Rettungshubschraubern, 2 an der Anzahl, in die Krankenhäuser geflogen. Weil 2 Personen eingeklemmt waren, haben wir schweres Rettungsgerät, also hydraulisches Rettungsgerät vorgenommen, um die Patienten aus dem Fahrzeug zu schneiden und die Türen aufzuschneiden und aufzuspreizen und die Patienten schonend aus dem Fahrzeug herauszuholen.